rein. Mir ist gerade was aufgeploppt. Ah, okay. Entschuldigung, niemand kommt herein. Die Natur kann für sich leben. Die Tiere sind ungestört, die Pflanzen sind ungestört. Jetzt denken möchte ich aber, dass wir ein bisschen weiterdenken, denn wir sind ja der größte Einfluss, den die Natur auf diesem Planeten. Das heißt, wir nehmen den Lebensraum den Pflanzen weg, den Tieren, und die Biodiversität sinkt immer weiter. Und deswegen denken sich eben auch viele Naturschützer, darunter auch ich, dass wir vor allem in Räumen, wo wir am meisten eingreifen, wie zum Beispiel in einer Großstadt, wie es hier unten der Fall ist, in Augsburg, wo wir ganz viel versiegeln, und auch im Umland die Landnutzung verändern, das heißt Agrarwirtschaft betreiben und so weiter, dass wir auch hier einen Beitrag leisten können und die Biodiversität steigern können und vielleicht ein Miteinander mit der Natur erleben könnten und nicht ein Nebeneinanderleben mit der Natur. Genau, und am besten funktioniert es tatsächlich, also in Städten funktioniert das tatsächlich recht gut, denn wir haben ein großes Mosaik aus vielen verschiedenen Lebensräumen. Das heißt, wenn ich Sie jetzt fragen würde, wo denken Sie, haben wir eine höhere Artenvielfalt in der Stadt oder im Umland, dann würden wahrscheinlich viele sagen, okay, wahrscheinlich im Umland, weil Umland ist grün und grün ist gut, grün bedeutet Natur. Da müsste ich Ihnen aber widersprechen, denn tatsächlich in Städten haben wir viel höhere Artenvielfalt, und das liegt eben an der hohen Anzahl der Lebensräume. Und ich werde Ihnen auch später noch ein paar Beispiele dafür zeigen. Und hier habe ich ein paar Beispiele für Lebensräume auf unserem Campus, denn auch unser Campus ist tatsächlich Siedlungsraum. Wir befinden uns ja in der Stadt, es ist zwar Stadtrand, muss man auch sagen. Trotzdem haben wir einen sehr, sehr hohen anthropogenen bzw. menschlichen Einfluss. Und da haben wir zum Beispiel unseren Uniteich, auch Unisee genannt, je nachdem. Wir haben Schuttflächen, temporär. Also das sind dann einfach Lebensräume, wo temporär spontane Vegetation auftauchen kann. Dächer, Baumhaine. Ich spreche hier extra von Baumhainen, nicht vom Wald, denn natürlicher Wald ist nochmal ein bisschen etwas anderes. Pflastersteine sogar, also ganz kleine Lebensräume entlang von Schienen, auch sehr spannend. Wenn zum Beispiel die Straßenbahn oder ein Zug bremst, dann gibt es Abriebmaterial, Schwermetalle, und da gibt es dann auch Pflanzen, die da extra dann angepasst sind, und dann auch für viele verschiedene Wiesen. Wiesen kann man aber auch unterschiedlich pflegen. Dazu kommen wir dann auch gleich nochmal. Hier zunächst mal einer meiner Lieblingslebensräume, glaube ich, auf dem Campus. Leider schwer zugänglich, denn es befindet sich ja auf dem Dach der sozialwissenschaftlichen Bibliothek. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich dieses Bild sehe, denn im Endeffekt sieht es ein bisschen aus wie an der Nordsee, finde ich. Und Sie sehen dann schon hier, wenn Sie sich die Vegetation ansehen, dann sehen Sie diesen beigen, braunen Anteil und auch den grünen Anteil. Und vielleicht würde der Laie jetzt denken, gut, das ist halt Gras. Bei dem braunen Anteil hätten Sie recht. Das ist tatsächlich ausgetrocknetes Gras einer bestimmten Art, die sich vor allem eben an so Dächern ausbreiten kann. Aber beim grünen Anteil, da müsste ich Sie belehren. Und zwar handelt es sich hierbei um den Schnittlauch. Also tatsächlich das Kraut, das wir auch benutzen in der Küche, um köstliche Gerichte vor allem zu bereiten. Und hier oben sehen Sie dann auch noch ein bisschen andere Vegetation. Es sieht jetzt ein bisschen aus, als ob das nur dominiert wird durch diesen Schnittlauch und durch dieses Gras. Aber tatsächlich konnten während der Kartierung 9 der Dächer kartiert werden. Ich glaube, das sind auch alle bepflanzten Dächer am Campus. Und auf diesen Dächern konnten wir 102 verschiedene Arten finden. Da habe ich hier ein paar Beispiele der Dost, beziehungsweise auch Oregano, also wieder eines unserer Haushaltskräuter, oder ganz, ganz besonders das kleine Seifenkraut, das ich immer gerne hervorhebe, denn das ist tatsächlich auch auf der Liste gefährdeter Arten Bayerns, auf der roten Liste, und hat die Kategorie vom Aussterben bedroht. Und das möchte ich auch nochmal hier unterstreichen, denn Sie können sich vorstellen, die nächst schlechtere Kategorie nach von Aussterben bedroht ist ausgestorben. Und diese Pflanze hat es spontan auf unserem Dach auch geschafft, wurde nicht angepflanzt. Vielleicht noch zum Verständnis generell, man unterscheidet in der Stadtvegetation immer zwischen spontaner,
subspontaner und angepflanzter Vegetation. Subspontan ist dann dieser Zwischenfall, falls zum Beispiel eine Pflanze angepflanzt wurde, an sich mit der Zeit aber etabliert. Dann spricht man von subspontaner Vegetation. Hier ein kurzer Vergleich nochmal zu Monokulturen im Umland, denn wir haben ja vorher schon mal über Umland gesprochen. Wenn wir uns so Agrarflächen angucken, diese Flächen haben vielleicht einen Bruchteil von solch einer Artenvielfalt und Sie müssen sich natürlich überlegen, das sind viel, viel größere Flächen. Ich spreche hier nur von Dächern und das ist einer unserer Lebensräume am Campus beziehungsweise einer der Lebensräume in Städten. Deswegen die Artenvielfalt ist in Städten viel, viel höher als im Umland. Und warum nicht dann hier auch ansetzen, wo wir auch die größte Störung sozusagen hereinbringen. Hier ein kurzer Überblick über die Lebensräume. Die soll jetzt nicht dazu dienen, dass ich jetzt notieren, oh Gott, da muss ich überall hin oder sowas. Nein, einfach nur, damit Sie mal die Vielfalt sehen. So, die Hauptlebensräume hier rechts bei der Karte habe ich ja schon mal angesprochen zu Beginn bei dieser Mosaikfolie. Hier links sehen wir nochmal zusätzliche Sublebensräume, die auch sehr wichtig sind und manchmal sogar ein bisschen wichtiger, wie ich finde, als so homogene Flächen. Denn wenn man sich zum Beispiel einen Saum anschaut, also der Saum ist dieser Zwischenraum zwischen Wald und Wiese. Das heißt, wenn ein Wald langsam zur Wiese wird, beziehungsweise eine Wiese langsam zum Wald, dann haben wir oft, wenn es keinen menschlichen Einfluss gibt, einen zu großen menschlichen Einfluss, so diese Strauchschicht dazwischen. Und Sie können sich vorstellen, es gibt Pflanzen wie zum Beispiel die Taubnessel. Und die Taubnessel, die ist ein bisschen speziell. Entschuldigung. Die würde in der Wiese wachsen, würde sich denken, um Gottes Willen, die Sonne macht mich fertig, hier ist es viel zu heiß und würde dann wahrscheinlich in den Wald gehen und im Wald würde sich denken, um Gottes Willen, hier ist es einfach viel zu kalt, wo ist die Sonne hin? Sie braucht irgendwie diesen Zwischenraum und findet dann ihr ökologisches Optimum, wie man so sagt, eben in so einem Saumbereich. Deswegen sind solche Zwischenlebensräume unglaublich wichtig für die Artenvielfalt, auch in Städten. Da von solchen Sublebensräumen haben wir natürlich noch mehrere am Unicampus, wie einfach die Uferzone, wo es dann Verlandungszonen gibt entlang des Teichs, von Süd nach Nord. Auch solche Baustellen, wie schon vorher gesagt, eben Lebensräume auf Zeit, Schotterflächen, Fassadenbegrünung, Magerrasen, Parkplätze und auch Trampelpfade. Das habe ich gerade schon Magerrasen angesprochen. Und das ist ein Beispiel, das muss ich gleich bei diesen Vorträgen immer bringen, aber auch aus gutem Grund. Denn das ist der artenreichste Lebensraum bei uns auf dem Campus. Das zeigt nochmal, wie man tatsächlich aktiv Naturschutz betreiben kann und auch durch den Eingriff des Menschen Artenvielfalt künstlich erhöhen kann. Vielleicht ganz kurz zur Geschichte, wie das entstanden ist. Also die Idee damals war, das war das Wissenschaftszentrum Umwelt, die Biologiedidaktik der Universität und auch das Landschaftspflegeverband. Die haben sich zusammengetan und haben gesagt, hey, wir könnten doch einen Lebensraum schaffen, nachempfunden der Flussschotterheiden entlang des Lechs. Kurz zur Erklärung, die Flussschotterheiden entlang des Lechs sind stark zurückgegangen. Früher waren sie häufiger da und die gehören zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. Und die gibt es halt hier vor Ort. Und dann hat man sozusagen die normale, vorher Vielschnittwiese entfernt und hat da eben Kies ausgebracht damit. Und das dann nochmal geimpft mit Saatgut von diesen Schotterheiden. Vielleicht kennen Sie auch, vielleicht sind unter Ihnen auch AugsburgerInnen da, die da an der Königsbrunner Heide ist zum Beispiel so eine noch bestehende Flussschotterheide. Genau, und dieses Saatgut wurde hier eingebracht und dann hat man geguckt, was passiert. Funktioniert das überhaupt im Siedlungsraum? Ist die Fläche überhaupt groß genug oder reicht es aus auf diesen kleinen Flächen um das InnoCube-Gebäude, wo eben auch das WZU drin ist? Und siehe da, bei der Kartierung konnten wir 113 verschiedene Arten finden. Ich habe vorher von 109, glaube ich, gesprochen bei den Dächern, aber das sind 9 verschiedene Dächer gewesen, also eine ganz, ganz große Fläche. Hier reden wir von einem zusammenhängenden Lebensraum, nur um das InnoCube herum. Und zum Vergleich, in einer Vielschnittwiese, also wo ein ganz normaler Rasenmäher drüber geht, haben wir 12 bis 20 Arten. Also eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass man auch mit menschlichem Einfluss auch Biodiversität fördern kann und da es vielleicht auch Zeit ist zu agieren. Warum ist es überhaupt wichtig, dass wir so viele Arten haben? Ich meine, ich habe mir jetzt diese Arbeit gemacht, da denke ich so, ja schön, ob jetzt 50 oder 80 da sind, ist mir doch wurscht.
Das ist nicht egal, denn in der Ökologie ist es so, dass bestimmte Lebewesen oft spezialisiert sind auf einen kleinen Lebensraum. Das heißt, ein Insekt kann ein oder zwei Pflanzen benötigen zum Leben. Wenn diese Pflanze weg ist, ist das Insekt nicht da. Und wenn das Insekt nicht da ist, ist wieder eine Nahrungsquelle weniger da für zum Beispiel Vögel etc. Sie erinnern sich sicherlich noch in der Schule, als man über Nahrungsketten gesprochen hat oder auch von Nahrungsnetzen, also etwas stabiler als als eine Nahrungskette. Ganz kurz zur Pflege. Diese Flussschotterheide würde sich natürlich so nicht halten, wenn wir nichts tun würden. Würden wir normal mit dem Rasenmäher drüber gehen, hätten wir einen viel zu hohen Verdichtungsgrad und wir hätten auch Ölrückstände. Deswegen wird darauf verzichtet. Es wird einmal im Jahr gesenst und einmal im Jahr kommen für gewöhnlich die Schafe, letztes Jahr leider nicht. Das war der Pandemie bedingt, dass es dann nicht geklappt hat mit dem Projekt. Aber generell bei Normalbetrieb an der Universität kommen dann für 2 Wochen immer Schafe von der Ildiko de Minivogt, also von der City Farm, und können dann da auch grasen. Warum machen wir das? Das machen wir deswegen, weil die Schafe, also erstens ist es auch historisch begründet. Das war immer eine Weidelandschaft hier in Augsburg. Und zweitens, die haben ein selektives Fressverhalten. Das heißt, die essen nicht jede Pflanze. Und das ist eben fördernd für so einen Lebensraum. Hier nochmal ein Bild, damit Sie die volle Pracht sehen können, wie so die Blühwiese aussehen kann, wenn man sich dort befindet. Diejenigen unter Ihnen vielleicht mit Adleraugen sehen hier schon einen Schatten in der Mitte, wissen aber noch nicht wirklich, was es ist, aber ich kann es ein bisschen auflösen. Hier kann man es schon ein bisschen besser erkennen. Ich rede ja die ganze Zeit von Pflanzen, aber es gibt natürlich auch Tiere auf dem Campus. Und ein besonderes Tier ist eben der Feldhase, der immer wieder auf dem Campus auftaucht. Hier ist er eben auf der Uniheide. Ist eigentlich perfekt, weil wir haben eine hohe Fuchshöhe, und der kann da auch ganz gut in die Sasse gehen. Also Sasse ist diese Position, wenn Hasen bedroht sind oder auch schlafen, gehen sie in die Sasse. Sie legen sich ganz tief auf den Boden und legen auch ihre Ohren eben an. Und diese Feldhasen, die kommen von der Agrarlandschaft rundherum, dabei Richtung Messe, und finden auch auf dem Campus ein Zuhause, sind aber auch immer, muss man sagen, oft nur temporär da, weil sie sich dann auch wieder zurückziehen in ihr Zuhause, was wahrscheinlich ein bisschen abseits vom Campus ist. Wir haben noch viele verschiedene Vertreter von Fauna am Campus. Besonders hervorheben möchte ich hier den Graureiher. Den sieht man gar nicht so oft. Ich weiß nicht, vielleicht hat von Ihnen auch schon mal jemand den sehen können. Vor allem in den frühen Stunden oder bei Dämmerung, wenn man am Campus unterwegs ist, wenn halt der Betrieb nicht so groß ist, traut sich immer mal wieder ein Graureiher. Vielleicht sind es auch verschiedene, ich weiß es nicht, ich habe immer nur einen gesehen, an den Teich und geht da fischen. Und das fand ich immer interessant, für vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht sind unter den Fischer, es gibt ja immer diese Angst unter der Fischer-Community, dass Graureiher auch die Fische wegnehmen, aber laut meiner Recherche ist es auch so, dass die nur bis einer gewissen Tiefe im Wasser fischen können. Das heißt, in der Mitte vom Teich kommen sie zum Beispiel gar nicht an die Fische heran. Anderer Vertreter, hier ein Insekt, der Hauchhechelbläuling, auch gefährdet tatsächlich bei uns in der Gegend. Ja, und natürlich wäre das kein Naturführer, wenn nicht die größte Prominenz vorgestellt werden würde, die Campus Cat selbst, die, ich habe es nochmal nachgeprüft vor 2 Tagen, tatsächlich auf sozialen Netzwerken mehr Follower hat als die Uni selbst. Das finde ich immer interessant. Sowas kommt, glaube ich, auch immer gut an. Jetzt habe ich schon, wir waren jetzt gerade oben in den Lüften, wir waren am Dach unterwegs, wir waren auf Wiesen unterwegs. Ich habe ein bisschen einen Unterschied gezeigt, wie eine Trockenwiese artenreich sein gegenüber einer sein kann gegenüber einer Vielschnittwiese. Wichtig sind aber auch die ganz kleinen Lebensräume, denn die tragen wirklich zur Artenvielfalt bei. Ich habe hier ein Zitat mitgebracht von Goethe selbst. Willst du dich am Ganzen erquicken, so musst du das Ganze im Kleinsten erblicken. Ich finde es eigentlich ganz schön, denn wenn Sie mal einfach auf dem Campus können Sie es machen, Sie können es auch in der Stadt irgendwo machen, in die Pflasterritzen gucken, dann merken Sie ganz schnell, dass da wirklich kleine Biotope eigentlich sind. Und hier sehen wir als Beispiel den Huflattich blühend, hier nicht mehr blühend. Ist eine der Pflanzen, die erst die Blüte
herausbringt und dann die Blätter erst entwickelt. Es gibt tatsächlich mehrere Vertreter in der Pflanzenwelt, die das so machen. Aber wir haben auch zum Beispiel das Kahlebruchkraut oder auch die Steinbrechfelsennelke, die normalerweise eben in steinigen Lebensräumen vorkommt, auch in Gebirgen. Und warum findet die den Weg hierhin? Das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Also vorher hatten wir dieses Dachbeispiel. Da sind auch oft Gebirgspflanzen drin. Das liegt einfach daran, dass für Lebewesen, egal ob jetzt Pflanzen oder Tiere, Gebäude oft künstliche Felsen darstellen. Das heißt, das ist denn ihr Zufluchtsort. Sie müssen ja irgendwo fliehen, wenn wir in der Kulturlandschaft außenrum natürlich ganz viel Agrarwirtschaft betreiben, müssen die irgendwo hinfliehen. Und auch die fliehen in die Städte und fühlen sich hier dann wohler und können hier leben. Und bei diesen Pflasterritzen ist es so, dass wir einen hohen mechanischen Einfluss haben. Das heißt, wir befahren ja diese Pflaster, wir laufen drüber und diese Pflanzen sind daran angepasst. Normalerweise, man geht davon, also es ist sogar nachgewiesen, diese Pflanzen kommen eher entlang von Überschwemmungsgebieten zum Beispiel vor, wo dann Wasser tatsächlich als mechanischer Einfluss fungiert. Und die haben sich dann irgendwann ein Nebenoptimum in den Städten machen können. Hier vielleicht noch ein kurzer Überblick über die rote Liste Arten, die ich finden konnte. Ich habe ja vorher schon mal vom Seifenkraut gesprochen. Das ist hier oben Sapionaria ozymoides auf dem Dach der juristischen Fakultät. Es konnten also 1/3 aller Arten, die wir, 10% aller Arten, die wir so gefunden haben, sind tatsächlich auf der gefährdeten Artenliste. Und 1/3 davon befindet sich auf der Uniheide selbst. Und ansonsten befinden sich diese gefährdeten Arten vor allem an solchen Orten, wo spontane Vegetation herkommen kann und wo auch wenig Nährstoffe vorherrschen. Ich habe Ihnen ja vorher von der Flussschotterheide erklärt, da ist die Artenvielfalt deshalb so groß, da die Nährstoffe gering gehalten sind. Und das heißt, keine Pflanze könnte jetzt plötzlich dominieren und könnte sozusagen anderen Pflanzen den Lebensraum wegnehmen, weil so viel Nahrungszufuhr geht es ja gar nicht. Und erst ab einem gewissen Grad von Nährstoffen kann eine Pflanze so richtig ausweiten, sich ausbreiten und dann auch andere Arten bedrängen. Und deswegen wollte ich hier nochmal kurz dieses Bild zeigen. Viele denken sich jetzt wahrscheinlich, um Gottes Willen, Unkraut. Es ist hier eine Baustelle. Damals, als das Musikgebäude noch erweitert wurde. Ich möchte aber noch mal kurz darauf hinweisen, dass Artenvielfalt in Städten davon lebt, von diesem Unkraut. Übrigens benutzen wir das Wort Unkraut nicht in der Biogeografie, aber auch nicht in der Botanik, denn wir sind für absolute Inklusion aller Lebensformen und jede Pflanze hat ihre Daseinsberechtigung, auch ihre Funktion im Ökosystem, und je mehr wir davon haben, desto stabiler ist auch ein Ökosystem. Ich habe letztens erst diese Doku angeguckt von Sir David Attenborough auf Netflix, die kann ich übrigens sehr empfehlen, wo es eben darum geht, dass die Lebensräume zurückgehen und die Biodiversität sinkt und das natürlich Einfluss hat auf alles, auf unser Klima, auf unser Leben hier und naja, auch auf die Gefahr, dass unser Planet immer weniger lebensfähig ist, für uns Menschen auch. Und deswegen, Sie haben jetzt auch schon gehört, viele Insekten brauchen eine bestimmte Pflanze, sind wir natürlich dafür, dass viele verschiedene vorkommen. Und vielleicht ist es für Sie auch ein Denkanstoß. Vielleicht müssen Sie auch nicht jedes Unkraut in Ihrem eigenen Garten entfernen, denn irgendeine Biene, vielleicht die Honigbiene, aber auch vielleicht irgendwelche Wildbienen werden sich darüber freuen, dass sie Nahrung finden. Ich bin jetzt schon beim Schlusswort. Wir haben es vorher gehört von Frau Grunwald. Der Naturführer ist online. Das heißt, das, was ich Ihnen jetzt hier gezeigt habe, das war jetzt sehr komprimiert. Sie können sich das alles selber angucken. Sie können auf die Uni-Homepage schauen, bei der Presse. Bei der Biogeografie ist es verlinkt, beim WZU, also auf der WZU-Seite der Uni Augsburg, ist dieser Naturführer auch verortet. Und wenn Sie Lust haben, können Sie sich noch mehr Lebensräume angucken. Ich habe jetzt hier, glaube ich, 3 oder 4 bloß beschrieben. Mehr finden Sie dort. Wenn Sie gerne lesen, gibt es Texte. Wenn Sie sich gerne Bilder angucken, dann gibt es genug Bilder. Ich glaube, es ist für jeden etwas dabei. Ich freue mich unglaublich, dass es jetzt online gegangen ist, nach etwas einer längeren Zeit. Und wie Sie hier an diesen Bildern schon sehen können, sind ein paar Eindrücke von verschiedenen Lebensräumen. Hier noch die Kohlmeise oder auch die Honigbiene, um die es jetzt dann gleich gehen wird. Genau, deswegen zum Schluss, ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ach, und vielleicht noch ganz unten sehen Sie, man kann nur schützen.
wissen, was man kennt. Ich habe es vorher schon mal angesprochen. Warum machen wir das alles? Wenn wir nicht wissen, wo was lebt, können wir es auch nicht schützen. Und das ist auch, glaube ich, der Hintergrund. Denn auch tatsächlich, wenn man sich überlegt, dass wir heute wissen, dass so viel Artenschwund vorherrscht, das wissen wir auch nur, weil in den 50er Jahren tatsächlich so viel entdeckt wurde, auch in vielen verschiedenen Lebensräumen auf der ganzen Welt. Und hätten wir das niemals erforscht, hätten wir wahrscheinlich gar nicht so schnell gemerkt, wie sehr der Lebensraum schwindet auf unserem Planeten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Herr Schwand, vielen Dank für diesen spannenden Ausflug in die Welt der Artenvielfalt auf dem Campus der Uni und darüber hinaus. Und jetzt würde ich erstmal kurz auf die Zuschauerinnen und Zuschauer blicken, beziehungsweise das Angebot aussprechen. Hat denn einer von Ihnen eine Frage an Herrn Schwand, die er jetzt noch loswerden möchte? Also gerne entweder die Hand heben oder in den Chat unten reinschreiben. So, bis dann vielleicht die Hand gehoben wird, würde ich so eine Eisbrecherfrage auch mal stellen. Mit Blick auf den Campus, wie verändert sich denn da auch immer die Artenvielfalt? Sie haben ja jetzt gesagt, bei der Baustelle, das verschwindet dann wieder. Gibt es da auch irgendwie Pläne, wohin sich das Ganze entwickeln soll? Ich glaube, wir haben ja jetzt auch eine Schmetterlingswiese angepflanzt. Also wo geht das dann das Ganze hin? Vielleicht auch vor dem Hintergrund vom oft genannten Klimawandel. Wo bewegen wir uns hin? Ja, also wie Sie gerade schon gesagt haben, das mit den Baustellen, das ist immer nur auf Zeit. Man spricht auch generell von Naturschutz auf Zeit auch oft. Also es werden dann Flächen eben kreiert, wie zum Beispiel diese neue Schmetterlingswiese am Physikgebäude, die ganz große, die eben auch in Kooperation zwischen WZU, der Biodidaktik und der Landschaftspflegefirma, also den üblichen Verdächtigen an der Uni, eben kreiert wurde. Und ich denke, es wird auf jeden Fall noch weitere solche Projekte geben. Ich denke, es ist unglaublich wichtig, Aufklärung zu betreiben, was ich dann auch versuchen möchte mit diesen Naturführer auch und dann eben auch mit Studierenden. Und ich glaube, je mehr Aufmerksamkeit wir kriegen, desto mehr können wir auch solche Projekte vorantreiben. Und ich denke, ich habe ja auch mitbekommen, in der Pädagogik wird ja auch damit schon gearbeitet. Es gibt auch da Insektenflächen und das freut mich natürlich umso mehr. Absolut. Ah, ich sehe, wir haben eine Frage reinbekommen. Wie werden die Uni-Gärtner in diese Thematik eingebunden? Wissen Sie etwas darüber? Ich habe mich am Anfang meiner Masterarbeit mit zwei Uni-Gärtnern unterhalten darüber. Die haben mir auch sehr geholfen. Die haben mir auch eine Liste gegeben, alle angepflanzten Arten. Wir geben natürlich Empfehlungen raus. Und die Uni-Gärtner wissen auch dann auch Bescheid. Zum Beispiel bei der Uni-Heide wissen sie auch Bescheid, dass sie da zum Beispiel nicht mähen sollen. Und es wurde auch schon viel adaptiert, denn es gibt ja auch so eine Möglichkeit, wenn man eine Wiese mäht, auch jetzt motorisiert tatsächlich, kann man ja auch versetzt mähen. Das heißt, vielleicht bei der Blütephase nicht mähen oder vielleicht nur die Hälfte der Fläche mähen, damit die Insekten bzw. die Bewohner Zeit haben, sich auf die andere Seite der Wiese sozusagen zu begeben. Und das wird auch tatsächlich praktiziert. Also da sind die Gärtner auf jeden Fall kooperativ und machen auch mit. Dann vielen Dank für diesen, jedoch für die spannende Frage auch, die uns ja auch beschäftigt. Oder es ist natürlich wichtig, dass alle Involvierten da auch auf dem gleichen Thema oder Wissensstand sind. Ich würde jetzt dann noch mal kurz in den Chat auch reinposten, den Link, unter dem Sie den Naturführer finden. Da können Sie dann in einer ruhigen Minute auch mal reinschauen. Und ansonsten würde ich jetzt an Herrn Florian Gräubig übergeben. Wenn Sie an Herrn Schwand noch irgendwelche Fragen haben, dann erreichen Sie ihn dann bestimmt auch gut per E-Mail. Genau. Herr Schwand hat es schon gesagt, auch die Honigbiene ist natürlich zu Gast auf dem Campus, schon seit längerem auch. Und deswegen freue ich mich sehr, dass heute Herr Florian Gräubig hier ist. Er ist seit 9 Jahren Imker, seit 5 Jahren macht er das Ganze beruflich. Und seit einigen Jahren sind seine Bienen zu Gast auf dem Campus und er hat ein kleines Video für uns vorbereitet, weil nichts ist natürlich besser, als wenn wir die Bienen genau da sehen oder mitten in ihrer Arbeit auch beobachten können. Ich bereite das jetzt mal kurz vor. Herr Gräubig, vielleicht möchten Sie ja noch 2 einleitende Worte sagen. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf und die Worte von Herrn Schwand fand ich sehr gut und hat mich gefreut, das zu hören. Es ist, wie ich in dem Video auch darauf eingehen werde, wirklich so, dass alle Insekten ein Problem haben, vor allem im Sommer ausreichend Nahrung zu finden. Aber ich denke, das kommt in dem Video gleich ganz gut rüber. Wie Sie gerade schon gesagt haben, es ist bei dem Wetter ein bisschen schwierig gewesen. Ich wollte Ihnen unbedingt die Bienen zeigen und deswegen habe ich das mal vorbereitet. Und ja, ich denke, das ist dann quasi selbstredend, das Video.
Wunderbar, dann bedanke ich mich für die einführenden Worte und starte jetzt einfach das Video und wünsche uns allen da ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Thema die Campusbienen, wie die Universität Augsburg zum Honig kam. Vielleicht ist in den letzten Jahren ja schon mal jemand von Ihnen an den Bienenstöcken auf dem Campus vorbeigelaufen oder hat ein Glas vom Uni-Honig in die Hände bekommen. Mein Name ist Florian Gräubig, ich bin 31 Jahre alt und arbeite als Berufsimker und jetzt im vierten Jahr zusammen mit der Uni an unserem gemeinsamen Projekt. Wir haben angefangen mit 12 Völkern und der Lindenhonig, den wir dann da im Sommer ernten konnten, kam sehr gut an bei den Studenten und bei den Mitarbeitern der Uni. Deswegen haben wir im zweiten Jahr gleich 24, im dritten Jahr 36 Völker dann aufgestellt und die Honigmenge damit stetig erhöht. Dieses Jahr sind wir erstmals dazu übergegangen, die Bienen ganzjährig aufzustellen, also auch schon im Frühjahr. Und momentan stehen jetzt seit 3 Wochen 20 meiner Völker auf dem Campus. Leider hat das Wetter bis jetzt nicht so mitgespielt und die Kisten sind weitgehend leer. Ich hoffe, das ändert sich bald. Ich habe heute in dem Rahmen die Möglichkeit, Ihnen die Hintergründe zu erklären, wie das Projekt entstand und Bienenvölker an sich und die Imkerei. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich das am besten veranschaulichen kann und mich entschlossen, Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte, Sie mal mit zu den Bienenvölkern zu nehmen, Ihnen Einblick zu geben und zu erklären, was die eigentlich brauchen und wie das Jahr abläuft. Und damit fangen wir am besten auch gleich an. Ich möchte Ihnen jetzt gleich zeigen, wie das Bienenvolk von innen aussieht. Und heute ist der 14. Mai. Das heißt, hier auf dem Land blühen, wie Sie im Hintergrund sehen, auch die Äpfel gerade richtig, der Löwenzahn, der Raps, alles steht in Vollblüte, aber die Bienen können wegen den Temperaturen kaum fliegen. Und deswegen sind wahrscheinlich auch jetzt viele zu Hause. Wir werden es gleich sehen. Und ich mache mich mal fertig, hole meine Utensilien und dann kann es gleich losgehen. So, ich habe meine Sachen mal vorbereitet. Ich möchte allerdings noch ein paar kurze Worte zu den Bienen an sich sagen. Also ein Bienenvolk sammelt grundsätzlich große Mengen an Nektar, Pollen, Wasser und Propolis. Das sind die Stoffe, die sie grundsätzlich benötigen, um ihre Brut aufzuziehen, um zu überwintern und so weiter, aber das werde ich Ihnen dann gleich noch zeigen. Und als Anhaltspunkte für die Entwicklung der Bienenvölker gelten eigentlich die Winter- und die Sommersonnenwende. An der Wintersonnenwende ist eigentlich der Tiefpunkt der Bienenvölker erreicht. Sie haben quasi keine Brut und sitzen nur auf den Futtervorräten und überwintern quasi, warten auf das nächste gute Wetter und fangen dann im Januar an, wieder die erste Brut aufzuziehen. Das bedeutet, dass die Königin anfängt, Eier zu legen und um die Brut zu versorgen, brauchen die Bienen Eiweiß in Form von Pollen und Wasser und eben Nektar. Leider ist das alles dieses Jahr nicht so gelaufen wie geplant. Wir haben bis vor 2 Wochen noch füttern müssen und deswegen sind die Völker auch nicht wie gewohnt und die Kisten noch relativ leer, aber das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Hier sind die grundsätzlichen Werkzeuge eines Imkers. Das ist ein Smoker. Der wird gefüllt mit Stroh oder Strohpellets, in meinem Fall zumindest. Und mit einem Rauchstoß auf das Bienenvolk bewirkt man, dass die Bienen sich auf die offenen Futtervorräte zurückziehen und sich auf einen Auszug eigentlich vorbereiten. Also im Fall des Falles, wenn ein Waldbrand herrscht, würden sie quasi den Stock dann verlassen. Und in der Zeit, wo sie eben auf den Futtervorräten sitzen und sich vollfressen, kümmern Sie sich nicht um mich, ich kann besser an den Waben arbeiten und werde weniger gestochen. Dann haben wir hier einen Stockmeißel, der dient einfach dazu, die Waben zu bewegen. Und ein Schleier. Bienen können stechen und bei Wetter wie jetzt, man sieht es im Hintergrund, ist gerade ein Gewitterwolke hier am Anrollen, sind sie meistens nicht so gut drauf, deswegen habe ich den auch mal parat. Und dann wollen wir mal gucken, wie es da drin ausschaut von unten. Sie sehen hier die Einteilung in 2 Abteile.
Das untere ist quasi der Brutbereich und hier oben über dem Gitter, das Sie gleich sehen, wird nur Honig eingelagert. Als Abdeckung nutze ich einfach ein Baumwolltuch. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Hier sieht man jetzt, dass der Honigraum schon gut besetzt ist. Und jetzt können Sie auch gleich sehen, was passiert bei einem Rauchstoß. Die Bienen, die auf den Rähmchen sitzen oder auf den Wabenoberträgern, ziehen sich in die Wabengassen zurück und fressen sich voll. Wir können auch mal gucken, ob das Volk hier schon Vorräte eingelagert hat in den letzten 3 Tagen, wo schönes Wetter war. Und da schaut es gut aus. Also das hat schon was drin. Wiegt bestimmt schon 1 Kilo die Wabe. Man kann es vielleicht, ich weiß nicht, ob man es sehen kann auf der Kamera, aber in den Zellen ist überall schon frischer Nektar, der jetzt zu Honig verarbeitet wird. So eine Kiste fasst ungefähr 15 Kilo Honig und je nachdem, wie viel reinkommt, baut man einfach weitere Etagen obendrauf. Man sieht schon, sie werden jetzt hier ein bisschen unruhig gerade. Deswegen lege ich mal lieber meinen Schleier an. So ist es dann doch angenehmer. Der Stoff, den ich vorhin erwähnt habe, das Propolis, das sieht man hier überall am Rand und in jeder Ritze. Das benutzen die Bienen, um den Bienenstock abzudichten und es hat antibakterielle Wirkung. Und sie desinfizieren damit auch ihre Zellen und den ganzen Stock, vor allem auch den Eingang. Also man kann hier sehen, alle Wabengassen mit Bienen besetzt und die warten eigentlich nur drauf, dass sie arbeiten können. Hier sieht man jetzt das sogenannte Absperrgitter. Das verhindert, dass die Königin und die Drohnen, die in dem Bienenvolk sind, die sind ein bisschen größer als die Arbeiterinnen, nicht nach oben in die Honigaufsätze kommen. Und somit wird dann nur Honig eingelagert und keine Brut. Hier sieht es auch die ganze Kiste voll mit Bienen. Also an Bienen mangelt es nicht, aber Honigeintrag ist einfach für die Jahreszeit noch verhältnismäßig wenig. Ich werde Ihnen jetzt einfach das Volk mal scheibchenweise, Wabe für Wabe vorführen, damit Sie sich eine Vorstellung machen können, wie die das anlegen, ihr Nest. Das Volk sitzt jetzt hier auf 9 Waben im Brutbereich. Das ist die Randwabe und man sieht auf der Randwabe, eigentlich wird keine Brut angelegt. Hier finden sich nur Futtervorräte. Man sieht hier auch die ersten Drohnen in den Völkern. Das sind die männlichen Bienen, die haben keinen Stachel, aber sehr große Augen, um die Königin beim Begattungsflug besser erkennen zu können. Und das Bienenvolk besteht zu der Jahreszeit aus ungefähr 30.000 Bienen. Die werden jetzt dann auch zur Sommersonnenwende oder kurz vorher, sagen wir mal in 3 Wochen, Anfang Juni ihren Höhepunkt erreichen. Und dann baut das Bienenvolk eigentlich schon langsam wieder ab. Hier auf der Wabe sieht man jetzt schön den Pollenvorrat, den sie in den Zellen einlagern. Und das ist davon auszugehen, dass das nächste Wabe eine Brutwabe kommt, weil der Pollen immer nahe zur Brut eingelagert wird. Man sieht hier im unteren Bereich den Pollen und im oberen Bereich die Futtervorräte. Das ist jetzt die erste Brutwabe. Man sieht auch hier wieder, um die Brut im oberen Bereich wird Futter eingelagert, dazwischen ein Pollenkranz. Und hier unten, diese dunklen Stellen, das sind quasi die verdeckelten Brutzellen und darunter befinden sich die bald schlüpfenden Bienen. Im Bereich drumherum sind schon wieder Eier und offene Brut, das heißt Larven. Und hier unten sieht man auch, dass das Volk
ganz unten am Rand, hier. Das sind sogenannte Schwarmzellen. Das Volk will sich also bald teilen. Ja, können wir auch schön sehen. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Da sind schon Larven drin. Und das ist im Prinzip auch gleich die Beschreibung der Tätigkeit der Imker für den Monat Mai. Da geht es nämlich darum zu verhindern, dass die Völker abschwärmen und sich teilen. Sonst kann man von denen nämlich keinen Honig mehr ernten. Oder wenig Honig ernten. Also Sie sehen jetzt hier, ist die zweite Brutwabe. Der Brutumfang auf der Wabe ist noch deutlich größer. In der Mitte wieder verdeckelte Brut. Man sieht hier die verschiedenen Brutzyklen, also die Ausdehnung der Brut. Das ist die älteste, dazwischen schon wieder frische, hier noch ein Satz. Also die Königin zieht quasi Kreise oder dehnt das Brutnest kreisförmig aus. Dritte Brutwabe. Im unteren Bereich diese großen Zellen, die im hinteren, unteren Bereich angelegt werden, das ist Drohnenbrut. Da schlüpfen dann die Männer, die ich vorhin schon gezeigt habe. Hier ist zum Beispiel wieder einer. Die arbeiten nicht. Also Honig sammeln tun nur die Arbeiterinnen, die weiblichen Bienen. Und die Männer gibt es auch nur eigentlich jetzt im Mai zur Vermehrungszeit hauptsächlich. Und die dienen nur dazu, die jungen Königinnen zu begatten. Die jungen Königinnen werden eben in diesen Zellen aufgezogen, wie ich sie gerade eben gezeigt habe, in diesen Weißelzellen. Und sobald die jungen Königinnen schlüpfen, spätestens, zieht die alte Königin mit ungefähr der Hälfte der Bienen aus dem Volk aus und sucht sich eine neue Wohnung. Die zentralen Brutwaben sehen im Prinzip alle ähnlich aus. Auch hier wieder viel Brut, in der Mitte hauptsächlich offene Brut, Larven und Eier, hier am Rand verdeckelte Brut und Futtervorräte, hier Pollenvorrat. Ähnliches Bild. Und hier sieht man wieder die vorbereiteten Königinzellen mit einem Ei drin. Vielleicht kann man das mal auf der Kamera sehen, damit Sie wissen, wie ein Ei aussieht, wenn ich von Eiern rede. Hier in dieser Zelle. Dieser kleine weiße Stift ist ein frisches Ei. Und aus diesen Eiern, diese Eier werden von den Bienen gepflegt mit Futtersaft, der aus Nektar und Pollen besteht und somit großgezogen. Sie entwickeln sich dann eben über eine Larve und quasi werden verpuppt in diesen dunklen Zellen. Hier ist zum Beispiel ein schönes Beispiel für verdeckelte Brut. Und nach 21 Tagen schlüpfen daraus dann die Arbeiterinnen. Bei der Königin geht es ein bisschen schneller, da dauert es nur 16 Tage. Bei den Männern dauert es noch ein bisschen länger, 24. Ja, sehr schöne Brutwabe. Da werden bald tausende Bienen schlüpfen. Und eine Königin legt zu der Jahreszeit ungefähr 2000 Eier am Tag. Das heißt, es schlüpfen auch ungefähr 2000 Bienen. Natürlich sterben auch immer Bienen, wenn sie abgearbeitet und alt sind, vom Honig sammeln und vom Brut pflegen. Aber zu der Jahreszeit nehmen die Völker eben rapide zu.
Im Herbst dann allerdings auch wieder rapide ab. Also die überwinden dann mit ungefähr 10.000 Bienen und erreichen jetzt im Sommer so 30.000, 40.000 Bienen starken Volk. Das ist jetzt so ein mittelstarkes Volk. Mit schöner Brut. Die Königin haben wir jetzt leider nicht getroffen. Aber ich möchte auch nicht noch länger an dem Volk rumwühlen. Schauen wir mal auf der letzten Wabe. Das ist ein sogenannter Drohnenrahmen. Den gibt man dem Volk, um frei bauen zu können. Da sieht man eben den frischen Wabenbauch, den die Bienen in den letzten zwei Wochen angelegt haben. Auch hier wieder die vorbereiteten Zellen. Das heißt, das Volk könnte in circa einer Woche soweit sein, dass sich teilen will. Aber bei der Volksstärke ist das jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich. Genau. Das bedeutet, im unteren Bereich findet sich quasi nur die Brut, wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe, in verschiedenen Stadien. Und dafür brauchen die Bienen große Mengen Nektar und Pollen, um diese Brut zu versorgen. Sie halten hier auch immer eine Temperatur von 35 Grad, also ähnlich quasi wie beim menschlichen Körpertemperatur. Und um die halten zu können, brauchen sie eben viel Energie, die sie aus dem zuckerreichen Nektar gewinnen. Und so schaffen sie es auch nur im Winter überhaupt, die Temperatur, die dann absinkt, weil sie keine Brut aufziehen, aber in der Traube die Temperatur zu halten, um über den Winter zu kommen. Das macht eigentlich Honigbienen auch aus, dass sie eben mit dem Wintervorrat, den sie anlegen, übers Jahr als größere Kolonie überdauern können, was auch der Unterschied zu Wespen oder Hornissen ist, die jedes Jahr ein neues Volk gründen müssen. Zeige ich Ihnen nochmal eine Honigwabe, dass man den Unterschied nochmal sieht. Hier ist eben keine Brut drauf, hier sind nur Futtervorräte. Und die Waben werden dann in der Regel 2 bis 3 Mal im Jahr vom Imker entnommen, wenn der Honig reif ist, und dann geschleudert. Also der Honig aus den Zellen wieder rausgeholt, gesiebt und dann eben in Gläser abgefüllt. Genau. Das war jetzt mal der Einblick in ein Bienenvolk. Wenn Sie später noch Fragen dazu haben, können Sie die gerne stellen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hoffe, die Bilder aus dem Bienenvolk helfen Ihnen zu verstehen, was für ein komplexer und dynamischer Organismus so ein Bienenvolk eigentlich ist und was sich in den Kisten abspielt. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass ca. die Hälfte der Bienen in einem Bienenvolk den Innendienst verrichten, also Brut pflegen, Honig pflegen, den Stock bewachen, und die andere Hälfte als Flugbienen bei jeder Möglichkeit, wenn das Wetter es zulässt, als Flugbienen, eben Sammelbienen arbeiten und versuchen, die Grundbedürfnisse des Bienenvolks zu stillen, dann wird einem vielleicht auch bewusst, warum die Bestäubungsleistung der Bienen so wichtig ist. Und was sie eben von anderen Insekten und Bestäubern unterscheidet und sie so unverzichtbar macht. Und die andere Sache ist eben, dass die Bienen circa einen Flugradius von 3 Kilometern haben und in dem Bereich eben alles finden müssen, was sie zum Leben brauchen. Davon hängt im Prinzip die Entwicklung der Bienenvölker ab. Wenn sie das nicht finden, dann sehen die Völker nicht so aus, wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe. Und im Prinzip ist die Hauptaufgabe des Imkers, sich darum zu kümmern, dass die Bienenvölker gesund sind und alles haben, was sie brauchen. Weil nur wenn es den Bienenvölkern gut geht, sammeln sie auch viel Honig, haben viele Bienen, und nur dann bringen sie auch was von Imker sozusagen. Soweit so gut. Bis dahin könnte man auch sagen, alles ist schön. Jetzt kommen leider auch noch die schlechten Seiten der Imkerei, und der Zustand der Bienen ist, muss man wirklich sagen, kritisch. Wenn sich die Imker nicht um die Honigbienen kümmern würden, dann würde es in kürzester Zeit sehr schlecht aussehen. Allein aufgrund der Bienenkrankheiten, wie zum Beispiel der Varroose, die man immer im Blick haben muss als Imker. Und
dazu kommt, dass es nicht so einfach ist, wie man es sich vorstellt, Plätze zu finden, an denen die Bienen das ganze Jahr gut versorgt sind. Das ist nämlich jetzt eigentlich auch der Punkt und der Hintergrund, weshalb meine Bienen damals hier das erste Mal standen. Ich komme aus Wolbach-Zusmershausen, mitten im Naturpark Augsburg Westliche Wälder. Und leider ist es auch da, wie in vielen anderen Landkreisen, eigentlich flächendeckend in Deutschland so, dass im Sommer, also nach der Rapsblüte und im Frühjahr, wenn die Frühjahrsblüte vorbei ist, deutlich zu wenig Nahrung kommt. Nach dem Raps finden sie im Prinzip nur noch ein bisschen Himbeer, Klee und sowas. Und wenn der Wald aber nicht honigt, was eng mit dem Massenbefall von Honigtau erzeugenden Läusen an der Fichte zusammenhängt, gibt es auch keinen Waldhonig. Das gibt es vielleicht alle 3-4 Jahre mal in großer Menge bei uns in der Gegend. Und wenn es das nicht gibt, dann ist es für die Bienen quasi wie eine Wüste da draußen auf dem Land. Muss man leider wirklich so sagen. Und hier im Stadtbereich ist eben eine Vielzahl von Linden und auch anderen blühenden Bäumen, die wir auf dem Land nicht in der Zahl haben. Und deswegen habe ich seit 5 Jahren auch Bienen in der Stadt im Sommer. Einfach um den Bienen zu ermöglichen, was zu sammeln. Das brauchen sie nicht nur, weil ich Honig ernten will, sondern auch überhaupt, um das Volk selber zu versorgen. Wenn sie keinen Pollen und keinen Nektar finden, können sie diese Brutnester, die ich ihnen da vorhin vorgeführt habe, nicht aufrechterhalten. Leider gibt es auf dem Land sehr viel Mais und Getreide und auch die Wälder, von denen man ja denken könnte, es gibt reichlich Waldhonig, sind im Prinzip nichts anderes als Fichtenplantagen, muss man leider so sagen. Und da ist eigentlich dann auch gleich der weitere Punkt. Mir ist es mittlerweile wirklich ein Herzensanliegen, das Projekt. Und es ist wichtig, dass die Leute verstehen, warum die Bienen hier stehen und dass es eigentlich kein guter Hintergrund ist. Trotzdem freue ich mich sehr, dass sich das Projekt so gut entwickelt hat und so guten Anklang bei allen Beteiligten findet. Ich möchte mich auch an der Stelle bedanken bei allen Beteiligten an der Uni, vor allem Jens Sönken und Anna Rühle, mit denen das Ganze ins Laufen kam. Auch beim Damm und dem ganzen Presseteam, das ja ständig involviert ist und mit uns zusammenarbeitet. Liebe Grüße an der Stelle an alle. Und auch die Frau Glück vom Feinkost Glück gleich gegenüber an der Uni, wo der Honig gekauft wird dieses Jahr. Das ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und ich bin sehr froh, dass das so gut läuft. Und im Prinzip passt es dann auch schon an der Stelle. Das ist gerade Mittwoch, der 19. Mai. Ich bin jetzt hier gerade an der Uni, an den Bienen. Die arbeiten, wie Sie sehen, ist von einer zweiten Kiste. Die schaffen es tatsächlich auch, wenn die Sonne nur so wenig scheint, dieses Jahr die Zeit zu nutzen und die Kisten voll zu machen. Aber dafür brauchen wir eben starke Völker. Wenn sie wenig Bienen haben, dann sammeln die auch wenig Honig. Ich hoffe, Ihnen hat der Vortrag gefallen und vielleicht sehen wir uns einmal hier an der Uni oder Sie kriegen ein Glas von Uni-Honig in die Hände. Alles Gute und bis bald. Ciao. Ja, vielen Dank, Herr Kreuwig. Das war wahnsinnig spannend, auch mal die Bienen im Einsatz zu sehen. Man ist ja dann doch auf dem Campus, wenn man jetzt nicht gerade im Homeoffice, dann doch mal beim Spaziergang daran vorbeigekommen. Haben Sie denn noch ein paar Abschlussworte dazu jetzt, wo sozusagen der Film gelaufen ist? Beziehungsweise natürlich auch, ich glaube, es gab währenddessen auch schon Fragen aus dem Publikum. Also wenn jetzt jemand noch Fragen hat, gerne jetzt noch mal die Hand heben. Jetzt können wir da auch gerne drauf eingehen. Also vielleicht abschließend noch, ich hoffe, das war nicht zu detailliert, aber ich fand es eben wichtig, dass man das sieht, um zu verstehen, dass die Bienen eben direkt von ihrer Umgebung abhängen. Und da ist auch noch ein anderer Punkt natürlich, der vorhin schon mal kurz angesprochen wurde, dass wir eigentlich die Landschaft viel zu intensiv nutzen. Also sowohl in den Gärten als auch kommunale Flächen und vor allem natürlich der größte Teil, die Landwirtschaft. Und da muss sich dringend was ändern. Das war noch wichtig zu erwähnen für mich. Und vielleicht die Frage, wie alt Honigbienen werden können, das hängt von der Jahreszeit ab. Und man muss unterscheiden, ob man jetzt die einzelne Biene betrachtet oder das Volk als Ganzes. Ein Volk als Ganzes kann dadurch, dass es sich überschwärmen, vermehrt theoretisch unendlich alt werden. Also es kann ja immer sein, dass immer wieder Schwärme von dem Volk abgehen und sozusagen das immer wieder weiterlebt an anderen Orten. Die einzelnen Bienen
leben im Sommer nur ungefähr 4 Wochen, weil die da eben so viel Brut aufziehen und fliegen und sammeln. Das belastet die stark und dann leben sie eben nicht lang. Aber es kommen eben auch viele nach zu der Zeit. Und im Winter gibt es sogenannte Winterbienen, die leben eigentlich vom Herbst bis in den Frühling. Die können deshalb so lange leben, weil sie eben nicht viel tun müssen, keine Brut aufziehen und nicht ausfliegen. Und die haben dann quasi, die fressen sich im Sommer schon einen dicken Eiweißfettkörper an und ziehen damit dann im Winter, im Januar, die erste Brut auf, weil sie da noch nicht fliegen können. Aber die leben dann mehrere Monate sozusagen. Dann vielen Dank auch für diese Ausführung nochmal. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen aus dem Zuschauerbereich gibt, ich schaue nochmal. Nein, dann danke ich Ihnen, dass Sie heute mit dabei gewesen sind und uns auch mal gezeigt haben, was in den Bienenstöcken vor sich geht, die ja jetzt auch an der Uni stehen. Sie haben ja auch angesprochen, den Honig gibt es zu kaufen, unglaublich lecker. Also mein persönliches Highlight ist der Lindenhonig vom Campus. Und dann würde ich jetzt einfach überleiten zu unserem nächsten Vortrag. Und zwar freue ich mich sehr, dass wir heute Professor Dr. Hans-Otto Mühleisen hier begrüßen dürfen. Er wird uns mit auf einen digitalen Campus-Spaziergang nehmen, denn vielleicht haben Sie es auch schon mal gesehen, es stehen ja diverse Kunstwerke auf dem Universitätscampus herum, wenn ich das so salopp formulieren darf. Kurz zum Referenten selbst. Nach einer Lehrstuhlvertretung seit dem Wintersemester 78-79 war Herr Professor Mühleisen von 1981 bis 2008 Professor für Politikwissenschaft mit der Ausrichtung politische Theorie und Ideengeschichte an der Uni Augsburg tätig. Ein durchgängiges Interessengebiet von ihm, auch mit einer Reihe von Publikationen, ist die Beziehung von Politik und Kunst. Und im Rahmen seiner vielfältigen Tätigkeiten in der Universitätsverwaltung war er auch dann letztendlich an der Auswahl mehrerer der Kunstwerke beteiligt, die wir auf dem Campus heute finden. Zudem ist er auch Mitherausgeber des Kunstführers Kunst am Campus, der übrigens dieses Jahr auch im Rahmen des Jubiläums neu aufgelegt wurde. Und seit kurzem können Sie die Campuskunst auch, wie Herr Mühleisen bestimmt gleich sagen wird, digital erkunden. Ich werde Ihnen in den Chat den Link reinsetzen, wo Sie die ganzen Kunstwerke nochmal genau erkunden können. Herr Mühleisen, wenn ich Sie bitten dürfte. Oh, jetzt müssten wir, glaube ich, nur noch die PowerPoint-Präsentation dazu schalten. Genau. Können Sie mir gerade nochmal, also ich habe die auf dem Bildschirm. Einfach unten auf Bildschirm freigeben klicken, zentral auf Ihrem. Dann überteilen. Genau. Genau, jetzt das ganze Fenster groß machen. Und dann unter dem Punkt Bildschirm pressen. Upsi. Sie müssten einmal den ganzen, das ganze PowerPoint auf den ganzen Bildschirm setzen, genau. Ja. Und dann oben unter dem Punkt Bildschirmpräsentation in dem Menü etwas weiter nach rechts, noch ein bisschen nach rechts, jetzt ein bisschen nach unten, genau. Und jetzt von ganz links von Beginn an. Genau. Gut. So, dann hätten Sie mich ja jetzt rechts im Bild und links stehen. Genau, das klappt alles ganz hervorragend. Kann ich das noch so schalten, dass man Bild, PowerPoint und Bild hin und her schieben kann? Wie meinen Sie das mit PowerPoint und Bild hin und her schieben? Dass Sie und ich rechts im... Achso, das kann jeder für sich selber individuell gestalten. Ah ja.
Dann sind wir mit der Zeit jetzt, glaube ich, auch gut dran, 11 Uhr. Ich suche jetzt gerade noch den Jetzt haben wir es, glaube ich. So, können wir starten? Sie können gerne starten. Sie sind jetzt allerdings aus dem Präsentationsmodus wieder rausgegangen. Nein, einfach nach links gehen und dann von Beginn an. Genau, jetzt einfach ganz nach links. Sie sind schon in der richtigen, im richtigen Menü, aber wie Sie es vorhin hatten, von Beginn an starten, dann sehen wir nur Ihre PowerPoint-Präsentation ohne das Menü links. Genau. So. Dann starten wir. Sehr gerne. Gut. Ja, dann an alle Zuschauerinnen und Zuhörer herzlich willkommen. Es gehört ja heute etwas zu den feststehenden Redewendungen, dass wir das lieber in Präsenz gemacht hätten. Aber so können ja auch einige dabei sein, die etwas weiter entfernt sind. Dass Augsburg auf seinem Campus einen der schönsten Skulpturenparks in Bayern hat, hängt sicher auch damit zusammen, dass es die gesetzliche Regelung gibt, dass 2% der Bausumme grundsätzlich für Kunst am Bau sind. Und so hat sich in den 50 Jahren Baugeschichte der Universität Augsburg ein Skulpturenpark entwickelt mit sehr bedeutenden Kunstwerken. Viele der Künstler sind inzwischen berühmt geworden, erzielen hohe Preise. Und wir haben, wie Frau Grunwald gerade schon sagte, letztes Jahr in diesem Zusammenhang auch diesen neuen Kunstführer herausgegeben, dass hinter manchen Kunstwerken, die Sie sehen werden in den nächsten Minuten, manchmal Kontroversen und Kompromisse standen, wäre dann ein ganz eigenes Thema. Sie sehen den Mann, der sich munter durchs Fenster auf den Weg macht, so würde ich Sie auch jetzt gerne mitnehmen. Wir beginnen unseren Rundgang von der Straßenbahn Kongen zwischen Präsidialgebäude und Mensa mit dem 83 entstandenen Paar von Lothar Fischer, Mann und Frau, sich gegenüber sitzend. Das Thema Mensch wird uns auf unserem Rundgang über den Campus immer wieder begegnen. Lothar Fischer selbst, wir haben einen Brief von ihm, sieht den Menschen als ein so diffiziles Gebilde, dass er ihn eigentlich nicht direkt darstellen möchte. So schafft er eine Hülle, in der man sich den Körper, wie ein Künstler einmal vorschlug, auch sein eigenes Gesicht vorstellen mag. Sie können sich ja in der Fantasie vorstellen, Frau oder Mann, wem Sie gerade hier gegenüber sitzen würden. Für Fischer heißt Bild nicht abbilden. Er schreibt, mein Thema ist der Mensch in seinen Grundhaltungen. Stehen, sitzen, liegen, aber begriffen als Kunstfigur und sinnlich erfüllt wird er erst im Betrachter. Wir gehen zunächst einen Moment von der dominanten Ost-West-Achse ab und tun einen Blick unter dem Präsidialgebäude hindurch auf eine Arbeit von Leo Kornbrust, die ebenfalls also in den 70er Jahren, ganz dann am Anfang der 80er Jahre entstanden ist. Ein zerlegter Kubus zur menschlichen Figur. Kopfbereich. Das mehrteilige Werk aus Granit folgt einem ganz klaren Konzept. Sie haben rechts den geschlossenen Kubus und Sie haben dann die auseinandergesetzten einzelnen Elemente, einen zerlegten Kubus und in der Zusammenschau, wenn man die beiden mal zusammennimmt, erzählen Sie etwas von den Möglichkeiten des analytischen Auseinandernehmens und Zusammenfügens. Und so spielt dieses Werk natürlich auch auf das Denken in der Universität an. Von meinem eigenen Zimmer habe ich früher immer gesehen, wie die Kinder auf diesem Kunstwerk fröhlich gespielt haben. In einem eher beschaulichen Innenhof findet man dann zwei auf einer quadratischen Grundfläche platzierten Dreieckskörper, eine Arbeit von Alf Lechner.
die auch zu den frühen Arbeiten auf dem Campus gehört. Gleichzeitig möchte ich ja die Fantasie des Betrachters anregen, doch einmal zu schauen, wie in einem Art Legespiel diese zwei dreieckigen Elemente ganz unterschiedlich zusammenzusetzen, zusammenzulegen. Und deswegen finden Sie auch im Innern des Gebäudes eine Grafik von ihm, die dazu Anregungen gibt. Wir gehen zurück auf die, ich habe gerade gesagt, schon dominante Ost-West-Achse und kommen am Hörsaaltrakt an dieser Rohrseilarbeit von Alf Schuler vorbei. Eine der Arbeiten, die, wie Sie auch hier sehen, immer wieder in Konkurrenz zur Natur sich behaupten muss. Der Künstler selber hatte bei der Korrespondenz im Zusammenhang des Kunstführers geschrieben, er hätte erfahren, dass sie inzwischen völlig überwuchert sei. Das stimmt auch mal für eine Zeit. Wir sehen, wie das Efeu immer wieder versucht, sich durchzusetzen. Durch das Gewicht der Rohre spannen sich die Seile und werden so zu geometrischen Figuren. Quadrat und Raute, die durch die diagonalen Seile dann eine zusätzliche Stabilität erhalten. So entsteht ein Werk, das bei aller fragilen Leichtigkeit gleichzeitig etwas von Spannung und Festigkeit, von Belastung und von Beweglichkeit vermittelt. Am Ende des Achsenwegs steht die Stele von Joachim Bandau, Kern und Hülle. Es lohnt sich damit, sich etwas auseinanderzusetzen. Von Bandau selbst ist übrigens im Moment gerade in der Kunsthalle in Basel eine eindrucksvolle Werkschau unter dem Titel Die Nicht-Schönen. Er gibt dort eine wunderbare Interpretation seiner Werke und erläutert etwas von der sichtbaren Hülle und dem Kern eines Sachverhalts. Er spricht dort von einem Scheusal, das man außen sehen kann, aber eigentlich nur anders erfassen kann. Die Einzelheiten dieser Figur mit dem vierteiligen Aufbau haben etwas von Masse und Volumen, aber sie geben auch etwas vom Rhythmus der Proportionen. Links am Aufgang zur Universitätsbibliothek steht der Kopf von Michael Croissant. Der Titel der Plastikkopf verrät vermutlich mehr über deren Motiv als der erste Blick darauf. So ist es auch nicht verwunderlich, dass das Kunstwerk auch immer wieder etwas missverstanden wurde und auch zum Abstellen von Fahrrädern genutzt wurde. Das hat sich inzwischen allerdings durch Beschriftungen etwas geklärt. Der Kopf hatte ursprünglich eine andere Position am oberen Rand dieser Wiese und hatte von dort dann quasi einen Blick auf das Mädchen, das Sie im rechten Teil des Bildes sehen. Eine Arbeit seiner Lebenspartnerin, Christiane von Schnitzler, die eine ganz sensible Arbeit im Umfeld dieser Bäume gestaltet hat. Christoph von Schnitzler hat eine Skulptur geliefert, die sich durch vor- und zurückstrebende, breite und schmaler werdende Fläche in 6 markante Abschnitte einteilen lässt. Ein spannungsvoller Rhythmus, und Konstanze Kirchner hat hier sehr schön eigentlich formuliert, die Plastikmädchen, das ist ihr Titel, drückt Ruhe, Kraft und Lebensenergie zugleich aus, was durch die weiche Modulierung des Körpers, durch Licht und Schatten zusätzlich unterstrichen wird. Ich fand es reizvoll, dieses Paar, die auch im Leben ein Paar waren, hier einmal zusammenzuführen. Zwischen diesen beiden Skulpturen steht auf der Wiese die Skulptur von Raul Radnowski. 1973 entstanden, 1996 dann als Geschenk an die Universität gekommen. Es ist eine besondere Figur, wenn Sie mal den Formen nachgehen. Zwei geschwungene Formen, die sich umspielen, bilden die zentralen Elemente. Die eine Form, also links im Bild, schwungvoll, dynamisch, im Zickzack, nach oben beweglich, dabei an- und abschwellend auch in der Breite. Die andere wölbt sich wie ein mächtiges Blatt ruhig und sicher ihrem Pendant entgegen. Und zwischen diesen beiden Formen entwickelt sich zaghaft ein kleiner Spross. Sie mögen alle möglichen Assoziationen damit verbinden.
Paul Radowski hat in seinem Werkverzeichnis, auf das wir zum Glück gestoßen sind, den Titel Räume Verwandlung, den handgeschriebenen Hinweis gegeben, Lukas, also Kapitel 24. Das heißt, er spielt an auf ein Evangelistenkapitel über Auferstehung, Erscheinung Jesu bei den Jüngern, Himmelfahrt. Geht man um die Plastik herum, lässt sich auch etwas von einem Tanz nachvollziehen und ergibt mit jedem Moment eine andere Wahrnehmung. Man kann sich, wenn man herumgeht, die Idee von einer neuen Zeit, einem neuen Abschnitt gut vorstellen. Man kann sich auch unterschiedliche Energien vorstellen. Radnowski war einer der wichtigsten Künstler in der Anthroposophie, langjähriger Leiter auch der entsprechenden Kunstwerkstatt. Jenseits der Universitätsstraße trifft man auf die Arbeit Rasterversion von Hans-Jürgen Preuße. Das ist eine Arbeit, an der man besonders schön sieht, wie der Ort natürlich für die Wirkung auch ganz ausschlaggebend ist. Die Wirkung hatte ursprünglich, die Plastik hatte ursprünglich ihren Platz vor der Mensa, den sie im Bild links, musste dort an der Straßenbahn weichen und wird etwas abgestellt in diesem Bereich, wo der Weg dann zum Sportzentrum hinuntergeht. Dennoch eindrucksvoll. Mich hat sie in den letzten Tagen immer wieder unmittelbar an die Bilder erinnert, die wir aus der Kriegssituation im Gazastreifen gesehen haben. Die Arbeit selber erinnert, es ist politische Kunst, wirklich in einer sehr intensiven Form, ursprünglich an die terroristische Zerstörung eines irischen Städtchens im 17. Jahrhundert und ist entstanden in dem Jahr, als Maggie Thatcher ihren Krieg gegen die Falklandinsel führte. Eher meditativ muten dagegen die beiden Kunstwerke im Umfeld der Physik an. Sehr genau überlegt an ihrem Platz. Die zwei Koordinaten von Hiromi Akayama entstehen durch vertikal in die Höhe ragenden und spiegelbildlich horizontal in den Boden eingelassene Elemente. Dabei ergibt sich der Titel einer Koordinate, mit dem die Lage eines Punktes in Ebene und Räume beschrieben wird, genau durch diese Konstruktion. Akayama thematisiert mit den beiden Materialien dem Unterschied zwischen zeitloser Materie und zeitabhängiger Oberflächenveränderung des vom Menschen geschaffenen Steins etwas von Vergänglichkeit und von Ewigkeit. Auch das Stahlband von Hermann Kleinknecht nimmt den Dialog mit den räumlichen Gegebenheiten auf und betont an der Westfassade des Physikgebäudes die Möglichkeiten eines Weiterdenkens. Geht man das 30 Meter lange, es gab damals heftige Diskussionen, ob das nicht gefährlich wäre, das 30 Meter lange Kunstwerk ab, wird daraus ein Wechselspiel von drunter und draufsicht. Wie eine Schale fängt das Band den Luftraum auf und würde man den Bogen in Gedanken weiterführen, ergäbe sich ein Kreis von 3 Kilometer Durchmesser. Um das Institut für Physik herum, dann eher die auf den ersten Blick spielerischen Arbeiten von Edgar Knopp. Sie erinnern natürlich an ein Mikado-Spiel, den Titel ist auch üblich geworden, wo die Mikado-Stäbe gerade am Umkippen sind. Allerdings handelt es sich um eine sehr genaue, präzise mathematische Konstruktion, die ich Ihnen aber im Detail nicht vorstellen will. Auffällig ist auch auf der gegenüberliegenden Seite der Trojaner. 2009 entwickelt von einer Künstlergruppe in Berlin, die hier den Eingangsbereich des Instituts für Informatik markiert. Sie merken etwas von der wirklich hintersinnigen Anspielung. Thematisch zielt das überdimensionale Spielzeugpferd auf Rädern auf die griechische Mythologie und gleichzeitig aber mit dem Begriff des Trojaners auf die Schadprogramme
die sich versteckt und scheinbar in harmlosen Informationen, wie eben die griechischen Soldaten in unsere Computer hineinmanövrieren. Auf dem Weg zum lichten Innenhof kommen wir an der kleinen Arbeit von Klaus Guth vorbei, die ursprünglich nicht mit Steinen umgeben war, und kommen dann zu dem Brunnen von Erika Berghämer. Dieser Brunnen wird vom Wind bewegt, plätschert aus fröhlichen Kreiselementen. Wenn das Wasser läuft und der Wind spielt, ist eine wunderbare Bewegung an diesem ja sehr offenen und einladenden Platz damit gegeben. Sieben Säulen tragen diesen Brunnen, und da Erika Berghämer ihr Werk selber genannt hat, ein geistiges Kraftwerk, mag damit auch eine Anspielung an die sieben Gaben des Geistes, die man ja zu den alten Weisheiten zählt, unmittelbar naheliegen. Vom sicher international bekanntesten Künstler auf dem Campus, Jonathan Borowski, stammt die Figur des Flying Man in der Halle des Jura-Gebäudes. Es ist eines seiner frühen Werke zu diesem Thema. Er hat diesen Flying Man immer wieder bearbeitet. Es gibt eine sehr schöne Arbeit von ihm in einem Basler Museum. Und Sie sehen auch eine der Entwurfskizzen. Er hat diese Figur selber im Jahr 2000 in einem langen Vormittag installiert. Millimetergenau wusste er, wie sie hängen soll. Er hat dann selber noch die Farben nachgearbeitet. Und für ihn drückt diese Sehnsucht nach dem Fliegen auch etwas nach der Sehnsucht von Freiheit aus. Freiheit, etwas natürlich für eine juristische Fakultät, der Freispruch. Und die nächste Assoziation finden wir dann bei der juristischen Fakultät zum Thema Gleichheit. Sabrina Hohmann von Weizsäcker schuf diese Stühle. Und diese Stühle haben etwas Besonderes. Sie haben alle eine Sitzhöhe in gleicher Höhe. Und gleichzeitig sind sie aber unterschiedlich hoch, weil sie eben einen anderen Standpunkt haben. Und mich hat es immer wieder daran erinnert, Sabrina Hohmann, damals von Weizsäcker, hat ihre Arbeit Gesetz genannt, immer wieder daran erinnert, dass das ja diese sehr schwierige Aufgabe auch von Gerichtsentscheidungen ist, nämlich vor dem Gesetz ist jeder gleich, also gleiche Urteile zu fällen und dabei aber natürlich die Gerechtigkeit zum Zug kommen zu lassen, dass die Voraussetzungen unterschiedlich sind. Also die Gleichheit und die Ungleichheit, die letztlich als Grundlage der Gerechtigkeit dienen, finden sich in dieser Arbeit vom Gesetz sehr schön wieder. Wir kommen ganz langsam zum Ende unseres Rundgangs. Übrigens angemerkt sei wenigstens noch zu dem Thema Gesetz, dass der Stuhl, der an der höchsten Stelle steht, die kürzesten Beine hat, also der kleinste ist. Aber das nur als Anmerkung dazu. Langsam zum Ende unseres Rundgangs kommen wir zu einem Werk, 2012 installiert, Promenade. Sie sehen den Titel selber. Das heißt, man hat das, was wir gerade tun, einen Spaziergang hier als Titel für das Werk selbst genommen. Es stammt von dem französisch-deutschen Künstler Benoît Bremsal. Er hat dieses Werk so installiert, dass es unmittelbar die Beziehung zu dem Zentrum für Kunst und Musik herstellt, weil die Spitzen und Vertiefungen dieses Betonkunstwerks wie ein Wanderwerk, wie ein Wanderweg, die Noten des Stücks Promenade, also der Einführung zu Mussorgskys Stück von dem Klavierzyklus Bilder einer Ausstellung wiedergeben. Sie merken ein bisschen, unsere Kunst am Campus hat viele Geheimnisse. Wir kommen zu einem der frühen Werke von Herbert Peters, für den es inzwischen auch eigenes Museum gibt. Und er hat bewusst diese drei Stücke von ihm, die Stele links, das liegende Paar und den Brunnen im Innenhof in seinem Werkverzeichnis
als gemeinsames Ensemble aufgeführt. Und Sie sehen in dem Zusammenhang auch einmal sehr schön die Blickrichtung. Bei der Stele links sehen Sie noch ganz im Hintergrund die Promenade von Tremsal. Und Sie sehen auch rechts bei dem liegenden Paar, das übrigens auch von Paaren immer wieder gern als Sitzgelegenheit genutzt wird, im Hintergrund die Promenade. Die Brunnenschale von Peters im Innenhof gibt diesem, ja im Unterschied zu dem offenen Hof oder Brunnen von Berghämer steht, eher einen meditativen, sehr geschlossenen Eindruck und erinnert manchmal an stillen Tagen, die es an einer Universität auch gibt, fast an den Innenhof eines mittelalterlichen Klosters. Auf dem Weg zurück zum Ausgang sehen wir, ich sage jetzt aus der Ferne, diesen Helm von Wolfgang Bier. Er hat das Kopfform gelernt. Aus der Ferne mutet das eher kriegerisch an. Kommt man jedoch genauer hin, schaut sich das an, so spiegelt diese Kopfform, wie er es genannt hat, mit den ringsrum verschlossenen Teilen, auch mit den Schweißnähten gezeichneten Schädeln, etwas von der existenziellen Gefährdung des Menschen durch den Wahnsinn des Krieges. Legt man die Zeitachse über dieses Werk, das 1978 entstanden ist, so war das genau das Jahr, in dem die Neutronenbombe erfunden wurde und die Sowjetunion in Afghanistan Krieg führte. Am Brunnen von Peters vorbei kommen wir in Richtung unseres Ausgangspunkts nochmal an dem Werk von Leo Kornbrust vorbei. Nun in einer anderen Perspektive. Und Sie sehen, diese Perspektive hat etwas Richtungsweisendes. Das gehört ganz wesentlich zu seinem Werk. Der deutsch-jüdische Humanist und Pazifist Otto Freundlich entwickelte in den 1920er Jahren die Idee einer völkerverbindenden Straße mit Skulpturen, die von Paris bis Moskau reichen sollten. Er begriff diesen Weg als einen Weg der Brüderlichkeit und der menschlichen Solidarität. Dieser Skulpturenweg sollte ein sichtbares Zeichen für die Abkehr von Krieg und menschlicher Gewalt sein, für das friedliche Zusammenleben in ganz Europa. Freundlich wurde nach dem Exil in Frankreich im Konzentrationslager Dublin-Majdanek umgebracht. Er konnte also seine Idee nicht mehr fortsetzen. Leo Kornbrust hat 1971, also vor genau 50 Jahren, diese Idee wieder aufgegriffen und hat nun seinerzeit auf dem St. Wendler Land, also im Saarland, eine Straße der Skulpturen initiiert. Kornbrust wollte diese Friedensstraße im Sinne von Freundlich weiterentwickeln. Die sollte auch quer durch Europa reichen. Sie sehen oben links neben dem Bild die Signatur von Kornbrust, die er mit einer kleinen Zeichnung uns als Dank für den Kunstführer geschrieben hat. Und wenn sie einfach erschrieben hat, durch einen Schlagfall nicht mehr bildhauerisch tätig sein, aber er kann zeichnen. Wenn Sie diese beiden kleinen Elemente sehen, dann haben Sie die Möglichkeit zu interpretieren, anlehnen oder stützen. Sie finden am Ende unseres Spaziergangs also Themen von Freiheit und Gleichheit, von menschlicher Solidarität. Und ich hoffe, dass ich Ihnen in diesen wenigen Minuten einen Eindruck vermitteln konnte, dass unsere Kunst am Campus viele Farben hat und dass es auch noch vieles zu entdecken gibt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Professor Mühleisen, für diesen wunderschönen Campus-Spaziergang. Ich fand, man hat das ganz gut mitverfolgen oder in Gedanken bin ich zumindest über den Campus mit Ihnen gewandert. Und auch hier jetzt haben Sie natürlich gern die Möglichkeit, eine Frage oder Fragen besser gesagt an Herrn Professor Mühleisen zu stellen. Insofern die Frage, ob es Fragen gibt. Und als Eisbrecher würde ich einfach mich erkundigen wollen, Herr Professor Mühleisen, Sie haben ja gesagt, die Campuskunst hier in Augsburg hat ganz viele Geheimnisse. Was ist denn so Ihr, wie soll man sagen, Ihr größtes Geheimnis oder was hat Sie bei Ihrer Beschäftigung oder Ihrer langen Auseinandersetzung mit der Kunst auf dem Campus denn am meisten überrascht? Also was war so der größte Aha-Moment?
Also eigentlich, dass es immer wieder durchgehende Anliegen der Künstler gab. Die mussten sich ja mit dem Ort jeweils auseinandersetzen. Und dazu muss man zwei Dinge vorab wissen. Bei der Auswahlkommission gibt es natürlich unterschiedliche Kriterien. Die Baubehörde oder heute das zuständige Ministerium hat ihre eigenen Interessen. Und wir an der Universität wussten, wir müssen in den nächsten Jahren mit den Kunstwerken leben. Und das gibt natürlich unterschiedliche Zugangswege. Und für uns war immer der ausschlaggebende Punkt, dass die Künstler sich mit dem Ort Universität, zum Teil eben, ich habe Ihnen das bei der juristischen Fakultät gezeigt, auch bei den Gebäuden der Physik, sehr genau überlegt haben, wie kann Kunst in Korrespondenz zu dem treten, was wir an der Universität tun. Und das ist so ein durchgängiges Moment, was ich faszinierend finde. Absolut. So fast in diese Richtung geht jetzt auch die Frage, die gekommen ist bei Mann und Frau, gab es da Kontroversen wegen der Sittlichkeit, also eine nackte Frau, ein nackter Mann sich gegenüber sitzend? Also ich gehe nochmal zurück auf die Arbeit von Fischer. Wie gesagt, Fischer hat ja deutlich gemacht, er will keine konkreten Körper abbilden, sondern er gibt Hüllen. Und er überlässt das dann auch dem Betrachter, sich mit diesen Hüllen auseinanderzusetzen, sich in die eine oder andere Figur, Skulptur hineinzudenken und sich vielleicht, das kann man dann, wenn man es ganz lebendig machen will, noch einen Schritt weitergehen, in Situationen hineinzuversetzen, wo sie oder er ihm oder ihr gegenüber sitzen. Um es zusammenzufassen, es gab wahrscheinlich keine Diskussionen über die Sittlichkeit, weil jeder was anderes rein interpretieren kann oder was anderes sieht. Ja, das ist gerade bei der Skulptur natürlich wirklich nachdrücklich. Die hat ja auch sehr unterschiedliche Sichtweisen. Ich habe bewusst das Bild genommen, wo man eben ihre Wirkung in dieser Ost-West-Achse, das war ja der erste große Weg durch die Universität. Sie haben es auf unserem Kunstführer ja immer wieder auch natürlich in der breiten Ansicht. Da haben die beiden schon eine völlig andere Wirkung. Absolut. Vielen Dank auch für die Frage. Gibt es jetzt noch andere Themen, die Sie interessieren würden im Zusammenhang mit der Campus-Kunst? Ich sehe gerade keine. Ich verweise gerne nochmal bzw. poste den Link zu unserem digitalen Campus-Spaziergang und lade Sie natürlich sonst auch gerne einmal in den Campusführer reinzublättern oder, wenn das geht, eben natürlich auch über den Campus zu spazieren und sich das Ganze live anzuschauen. Wir haben jetzt gerade viele neue Zuhörerinnen auch gehabt oder andere bei der Campuskunst. Insofern lade ich Sie gerne ein, auch zu unseren anderen Veranstaltungen. Also wir haben nächste Woche einen Kurzvortrag zu einem Lehr- und Lernspiel zum Bereich Plastikvermeidung und Plastikmüll. Wir haben eine Lesung von Professor Wolf zu Augsburg und zur bayerischen Literaturgeschichte. Nächsten Samstag geht es um das Thema der UN und der Friedenssicherungskräfte. Also Sie sehen, es ist immer noch viel geboten. Und dann bedanke ich mich jetzt einfach nochmal bei unseren Referenten, bei Ihnen, Herr Professor Mühleisen, bei Ihnen, Herr Schwand, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und natürlich bei Ihnen, den Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie haben neue Einblicke in den Campus bekommen. Und dann wünsche ich Ihnen und uns allen jetzt einfach einen schönen und gesunden Samstag und natürlich auch ein langes Pfingstwochenende. Verbunden vielleicht mit einer herzlichen Einladung, nächstes Jahr mit einer Führung von Frau Kirchner und mir mal wieder durch den Campus durchzugehen. Das wäre toll, absolut. So, ich würde jetzt auch den Themensamstag beenden. Vielen Dank nochmal, Herr Mühleisen, und wir werden uns bestimmt nochmal sprechen. Ja. Tschüss. Tschüss.